Spannende war dann in der Politik damals die kommunale Neuordnung. Und da ging es um die Frage, ob die alle Orte zusammengelegt wurden, alle Gemeinden zusammengelegt wurden, die Kreise zusammengelegt werden oder eingemeindet wurden in die nächste Großstadt, in meinem Fall Köln. Und da haben wir uns gegen gewehrt. Und da haben wir Veranstaltungen organisiert, große Veranstaltungen organisiert. Da haben wir protestiert, da haben wir in den Zeitungen uns artikuliert. Also eine Sache, die dann irgendwo einen auch ein Stück bis heute geprägt hat, weil ich da gelernt habe, dass die Vorstellung in der Politik, dass wenn man etwas in größeren Einheiten organisiert, es effektiver wird, dass das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Sondern damals sind sehr, sehr viele engagierte Kommunalpolitiker, nachdem dann die kommunale Neugliederung durchgezogen worden ist von der damaligen SPD-Regierung, dass man davon eigentlich, das hätte man verstehen müssen, dass man da besser die Leute nicht einfach sagt, Dankeschön, es war gut, dass er das jetzt 20 Jahre gemacht hat, sondern setzt euch weiter vor Ort in den einzelnen Ortsteilen, in den einzelnen Stadtteilen ein. Dass wir das heute halbwegs wieder gut haben, war ein langer Weg. Da gab es Städte, die darunter sehr gelitten haben, andere Städte, die zusammengelegt worden sind, wo es nicht funktioniert hat. Was immer wieder zeigt, dass Politik aufpassen muss, nicht zu glauben, man habe irgendeine Antwort und die sei es dann. Damals war es die Einführung der Computer. Jede Gemeindeverwaltung sollte einen Computer bekommen, aber davon war natürlich auch kein Reden, weil erstens kannte das keiner, wie das geht, zweitens war es teuer, drittens hat es auch dann keinerlei Auswirkungen auf die Effektivität gehabt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte vor allen Dingen da bleiben, wo man die Menschen einbeziehen kann, wo Menschen sich engagieren können.